Und mit diesem Anblick sage ich Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der FC Selios Karriere. Heute fangen wir gleich mal an mit dem Spiel gegen Dynamo Dresden. Es ist ein Topspiel, Dresden hat 6 Punkte, wir haben 5 und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir sie hier schlagen. Die erste Aktion aber bekommt Dresden mit einem Konter über Kutschke. Da Schmidt schön im Zweikampf. Das macht im Moment die Abwehr von uns sehr, sehr gut. Gerade probiert es über außen, aber Lang hat den Ball. Unser Rechtsverteidiger. Dynamo Dresden hat die Chancen über Chancen. Jetzt ein Freistoß, der von Arslan ausgeführt werden soll. Aber Thomas bekommt den Ball raus. Arslan aber wieder. Ja, und das müsste abseits gewesen sein. Ja. Perfekt. Oh, und Horn, der den Ball hier hat, soll den Konter einführen. Auf König. König zieht auf außen Jung. Jung rüber auf Moukoko, warum auch immer. Den hätte man viel, viel weiterbringen können, den Ball. Das war nicht die beste Aktion. Wobei ich auch eigentlich sehr, sehr lange Viereck gedrückt habe. So, aber wir haben wieder eine Freistoßsituation. Jung. Jung soll über rechts reinkommen, aber der Ball wird einfach abgenommen. Warum auch immer. Thomas bekommt aber den Ball wieder. Horn, schlechter Pass. Also die Pässe, die sind wirklich unglaublich schlecht. Muss ich so knallhart sagen. König. Jung. Abseits. Ei, wirklich die Pässe, die sind miserabel. Also wir brauchen wirklich mal einen richtigen Typen, der im ZM uns die Pässe richtig nach vorne geben kann. Naja. Kaiser kann aber diesen Konter von Dresden abwehren und ich glaube, es wird ein Unentschieden. Aber aufgrund der schwachen Leistung der Mittelfeldspieler beziehungsweise der Stürmer, denn die Pässe, diese Konterpässe, die waren nicht gut. Und damit war es mit dem Spiel 0-0, geht's nur aus. Und wir rutschen weiter in der Tabelle ab. So, was ich jetzt aber mal schauen werde, ist mal in die Spielersuche zu gehen. Werde ich mal ganz kurz was nachschauen, denn Beino Gittens, der könnte vielleicht ausgeliehen werden. Dass wir den ausleihen hier. Den würde ich gerne noch verpflichten. Wie viel haben wir eigentlich gerade noch so auf der Uhr? Das weiß ich gar nicht richtig. Wie viel Geld wir haben? Nicht viel. Aber ich glaube, das wird reichen. Ich denke, für ein Beino Gittens zum Ausleihen. Ja, geht nicht. Gut, dann probiere ich es nochmal bei Bukhari. Ich delegiere das. Mal schauen, ob das irgendwie was wird. Wir haben eine Chat-Nachricht bekommen, eine Spieler-Nachricht. Letzter Zeit richtig gut. Sie wissen, wie glücklich ich bin, für Sie und diesen Verein zu spielen zu dürfen. Aber vielleicht wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt. Vertragsverlängerung. Ja, du wolltest ja nicht, stimmt. Kaiser wollte ja nicht. Der hatte keine Lust darauf. Naja, selber schuld. So, Transferangebot für Hoffmann. Das ist unser Stamm-ZM. ZDM. Den können wir nicht weghauen. Man sieht hier, er spielt Stamm im ZM. Ja, was will man dagegen machen? Da geht nichts vorbei an ihm. Zu Bukhari. Wir haben nicht die finanziellen Mittel dafür. Och nö, sag jetzt nicht, dass das wieder ist. Da stand auch 95.000 für
Ja, ich kann dir 2000 bieten. Ja, gut. Aber weil ich kann nur 2000 bieten, wenn ich 95.000 Budget. Ich frage einfach nicht. So, Transferangebot für Thomas, für unseren ZM. Das wird natürlich auch abgelehnt, denn wir brauchen einfach den IV und ich könnte mir jetzt keinen anderen IV da vorstellen. Duisburg spielt so. Ich werde mal schauen, wo wir gerade in der Tabelle sind. Siebter. Ja, das ist. Wir müssen aufsteigen in der Saison, sonst wird das hier nichts. Viktoria Köln erster mit 4 Punkte. 2 Punkte fehlen auf dem zweiten. Wenn wir jetzt konstant immer wieder Spiele gewinnen, wird das was. Ich wäre auch mal dafür, weil Duisburg 17 da ist, wäre ich mal für eine Schnellsimulation. Mal schauen, wie da unseres Team spielt. Ich hoffe nicht allzu schlecht. Ja, ein Unentschieden ist okay. Nicht das Beste, aber wenn wir jetzt konstant Punkte holen, rechne ich mit dem Aufstieg. Da bin ich komplett ehrlich. Mal schauen, wie das hier mit der Erwartung ist. Kann ich noch mal schauen, wo meine Erwartung ist? Ich könnte. Okay, gut. Ich dachte schon, hä, what the f. Wo sieht man denn die Erwartung? Gar nicht, oder was? Naja. Müsste ich noch mal schauen. So, und viel passieren wird jetzt hier nicht, denke ich. Sind jetzt auf dem 8. Tabellenplatz. Dynamo Dresden auch erst auf dem 7. Da ist ein Angebot für Lang. Für unseren Rechtsverteidiger. Werde ich aber ablehnen müssen, denn das bringt uns gar nicht weiter. Leider. Naja, mal schauen. Reinkommen wird hier nichts. Da sieht man, wie hier die ganzen Transfers reinlaufen. Wie viele Millionen die ausgeben können und wir hier unten in der 3. Liga abgammeln. Naja, wir steuern dieses Jahr den Aufstieg an. Und ich hoffe einfach, das wird was. Lala. Nee, ist unser Backup. Kann man nicht machen. Ich habe gerade gesehen, unsere Ziele stehen genau hier. Schlechte Liga-Platzierung vermeiden. Okay. Verkaufe 2 Spieler und verpflichte 2 Spieler als Ersatz. Beende die Saison mit vollständig ausgegebenem Transferbudget. Verpflichte über 2 Saisons mindestens 1 Spieler aus der Jugendakademie in der ersten Saison und sorge in der Folgesaison für mindestens 30% Einsatzquote. Ja, wird auch so passieren. Wir werden jetzt gleich wieder. Jugend-Scouting-Bericht, wenn man das so sagt, bekommen und wir sind auf die Jugendakademie angewiesen. Wenn da irgendein guter ist, wird er bestimmt gleich Stammspieler sein. Ich will ja nichts sagen, aber Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, ZM, rechter IV, linker Flügel, da brauchen wir Leute aus der Jugendakademie. Und da kommt auch gleich das monatliche Scouting-Update. Ja. Und da schauen wir mal. Nee, der ist nicht so gut. Der auch nicht. Der auch nicht. Also die Franzosen, bei denen läuft es irgendwie nicht so richtig. Spanier. Nein. 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 Und jetzt vielleicht die Deutschen. Lehmann nehme ich mal mit rein. Sonst aber auch nicht richtig was.
man gebrauchen könnte. Mal schauen. Jemand ist ein Stürmer. 57er Stürmer. Wir haben da Moukoko ausgeliehen für 2 Jahre. Naja. Oldenburg, 3 Punkte. Ich glaube, das wird auch eine Schnellsimulation. Mal schauen, auswärts, ob wir da was reißen können. Nein! Wir verlieren! Also langsam muss ich nachdenken, was wir jetzt machen. Also, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt gegen jemanden verlieren, die gerade letzter sind. Die sind jetzt 14, aber die waren davor letzter. Kommt noch mal ein Transfer geholt für Schmidt, das werden wir ablehnen. Ich schau noch mal, vielleicht können wir Collins. Nee. Schade. Vielleicht hätte ich da irgendwas machen können. Leider nicht. So. Wieder für Schmidt. Warum denn Schmidt? Nein. Klar, wir wollten Collins haben, aber im Moment muss ich es ablehnen. So, und gegen Rot-Weiß Essen, bin ich ehrlich, gegen die müssen wir spielen. So, und damit geht's auch direkt ins Spiel gegen Rot-Weiß Essen im Seliers-Stadion, wo es wie aus Eimern schüttet. Mal schauen, ob wir gegen Rot-Weiß Essen gewinnen können. Denn ein Sieg wäre nötig, dass wir uns vielleicht wieder Richtung Aufstieg bewegen können. Nur der erste Freistoß in dieser Partie in der 6. Minute führt Schmidt aus auf Horn. Horn sieht auf Außen König. Horn. Horn. Horn 1-0. So schnell geht das. Wir brauchen Punkte, wir brauchen Tore, wir brauchen Punkte. Und das ist richtig so. So ist das ein gutes Passspiel und ein guter Abschluss von Horn und sein erstes Saisontor. Lang gleich mal mit dem Ballgewinn. Schneider bringt auch gleich mal ein Konter rein. Auf Moukoko, der kann ihn leider nicht so richtig annehmen. Aber von Moukokos Leistung bin ich im Moment noch nicht 100% überzeugt. Wenn du mal daran denkst, der spielt in der ersten Liga. Beziehungsweise spielt er in der ersten Liga für Dortmund und hat super Leistung abgerufen. Und hier geht gerade gar nichts. Wie man auch gesehen hat, mit König auf Außen ging auch nichts. Und jetzt probiert's mal wieder Rot-Weiß Essen. Über die Außen, Jung. Und wir bekommen den Ball. Da wurde uns der Ball abgenommen und es wurde direkt abgepfiffen. Rot-Weiß Essen bekommt aber Konter. Die erspielen sich gut. Aber Schmidt bekommt den Ball. Lang hat auch mal ganz kurz Schmidt aufgehalten. Also wäre das weitergegangen, wäre das wieder ein Ballgewinn für Rot-Weiß Essen gewesen. Schön verteidigt vom Stürmer, vom Innenverteidiger. Aber es reicht. Dieses eine Tor von Horn reicht, was auch immer wir dafür eine Jacke anhaben. Es ist ein Sieg und Sieg ist Sieg. So, da sieht man, Horn erzielt erstes Saisontor und wir sind Achter immer noch. Man sieht, wir brauchen noch mehr Punkte. Und jetzt geht es gegen Elversberg, die in der Tabelle hinter uns sind. Nämlich genau letzter. In echt ist das eigentlich anders. Da sind sie ein wenig weiter vorne. Aber nur ein wenig. Mal schauen, können wir ein bisschen Rotation reinbringen? Ich denke eher nicht, nein. Nee, überhaupt nicht. Könnten Lala für König spielen lassen. Ich könnte generell Lala mal auf dem rechten Flügel austesten, wie der da spielt. Aber jetzt geht es erstmal ins Spiel gegen Elversberg. Und damit geht es ins Spiel gegen Elversberg.
Ins Auswärtsspiel. Wir spielen nämlich im Town Park. Mal schauen, ob wir die 3 Punkte mitnehmen können. Wenn wir ein ordentliches Passspiel machen und ordentlich unsere Konter nutzen, wird das was. Aber man kennt ja unsere Truppe. Es wird bestimmt kein Konter genutzt und kein ordentliches Passspiel gemacht. Hoffmann. Mukuku. Horn. Unserer ZM! Er macht ihn nicht, aber wenigstens etwas. Wenigstens hat es mal jemand probiert. Und ich staune, dass ein ZM vorrennen muss für ein Tor. Naja, vielleicht bekommen wir jetzt im Elfmeter bessere Chancen. Horn darf ihn nutzen. Und er schießt ihn nach links und wir machen ihn noch rein. 1-0 gegen Elversberg, dank Elfmeter. Und Lala, der ja in der Startelf mal stand. Der macht einen guten Konter auf Jung. Und Jung nutzt die Chance nicht, ey. Was haben wir da für Trantüten im Sturm? Herrlich, und Mokoko rennt nicht mit. Der eigentlich ein Stürmer ist. Warum auch immer wir gerade sehr offensive Taktik ausgewählt haben. Naja. Frank bekommt irgendwie den Ball. Lala spielt in den Gegenspieler rein. Ach, irgendwie bekommen wir den Ball. Ich bin einfach nur glücklich darüber, wenn wir den Ballbesitz haben und dieses 1-0 über die Zeit retten können. Jakobsen. Pfeil. Oh. Schön abgefangen. Und Elversberg bekommt wieder ein Konter. Man sieht, wir haben 0 Konter gefühlt. Abseits aufgehoben, toll. Boah, Frank, weg damit. Schön gemacht. Und sie bekommen wieder ein Konter. 7 Minuten später. Wir sind wirklich richtig anfällig für Konter. Wir kriegen das irgendwie nicht richtig hin, aber verteidigt irgendwie schon. Schmidt schön rausgehauen. Weg mit der Pille. Und wir gewinnen gegen Elversberg, gegen den Tabellenletzten. Und holen somit 3 Punkte mit. Ja, und damit war es das auch erstmal mit dem Video.